Hallöchen YouTube, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier bin ich wieder im Aquatic Store Simulator. Wir haben ja unseren Shop inzwischen auf Vordermann gebracht und ich habe die Regale befüllt. Habe ich eigentlich schon in der letzten Folge gemacht, aber dem schlauen Viewer wird es auffallen. Es sieht anders aus wie beim letzten Mal. Liegt ganz einfach daran, dass das Spiel eine wunderbare Speicherfunktion hat. Nicht. ja, was soll ich sagen? Das Spiel speichert irgendwie, keine Ahnung, nur wenn ich eine Geschenkbox aufmache oder was weiß ich. Wie kann es denn so recht festlegen? Auf jeden Fall habe ich halt alles vom letzten Tag nochmal gemacht. Darum sieht es ein bisschen anders aus. So, wir schließen den Tag noch fertig ab. Und stellen fest, dass eigentlich alles gut ist. Genau. Ich habe jetzt ein bisschen aufteilt. Ich habe die ganze Technik und Futter und sonstiges Zubehör hier rübergepackt und da drüben jetzt volle Regale mit Dekomaterial inklusive Gartenzwergen, die jeder für sein Aquarium braucht. Ihr werdet es mir recht geben. Schreibt es mir mal in die Kommentare, ob ihr in euren Aquarien auch Gartenzwerge habt. Pust. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin ja der Meinung, es ist absolut, es muss für jeden Aquaristi oder so ähnlich. Nennt sie das eigentlich so, Aquaristi? Ich habe keine Ahnung. Gut, unseren Fischen geht's gut. Ich habe ein bisschen dezimiert. Ich habe ein paar verkauft, weil, ja, wegen Überfüllung geschlossen oder so ähnlich. Und wir warten schon wieder drauf auf, ja, 7 Uhr morgens, um den Kundenansturm endlich empfangen zu können. Yay. Irgendwie habe ich alles weggearbeitet. Ich weiß gar nicht, was ich machen und tun soll. Ich hätte hier Wasser nachfüllen können. Warum sagt keiner was? Jetzt kommen dann wieder die Kommentare. Hey G, du müsstest Wasser nachfüllen. Ja, danke dafür. Ich bedanke mich jetzt schon mal im Vorhinein. Ich kenne euch ja. So. Und 7 Uhr. Nice. Die Tore sind geöffnet. Strömet herein. Kommet und kauft. Und hoffentlich geht mir heute nicht wieder die Ware aus. Ich sehe es schon wieder kommen. Ich als One-Man-Show hier, als Einzelunternehmer, weiß wieder nicht, wo ich wieder anfangen soll. Kasse bedienen. Da, Fische, geht schon wieder los. Der will schon wieder einen Fisch kaufen. Servus, Sir. Hi. Ist der, wie groß ist der? Der Typ ist gefühlte 2 Meter und er will einen Goldfisch. Ja, nun. Bitteschön, der ist toll, der ist nämlich schon mindestens steinalt, also so 17 Jahre oder so, und bevor er mir hier im Aquarium verreckt, wäre ich echt zu Dank verbunden, wenn sie den kaufen würden. Dankeschön, Wiedersehen, das hat mich gefreut. Ist echt super, dass du hier den Leuten einfach die ältesten Fische anlegen kannst und das zum teuersten Preis, das finde ich top. Der will noch einen Fisch, der ist absolut, boah, den habe ich überzeugt. Service is my success, our success oder so ähnlich. So. Da haben wir noch so einen alten. Den nehmen wir noch dazu. Natürlich jetzt nichts gegen alte Fische, aber einmal alte Menschen sind auch toll. Ich muss gerade einen Blick nach rechts werfen. Da sitzt meine wundervolle Göttergattin, die gerade schmunzelt und sie denkt, du alter Depp, du. schau, und da kauft die Dame einen Gartenzwerg. Das macht dann läppische 38 Dollar, bitte. Macht 62 zurück. So, bitte sehr. Ich wusste, das wird der Verkaufsrenner. Der absolute Schlager. Und schon wieder. Es geht schon wieder los, der Stress. 5 Leute auf der Kasse. Ich soll da scannen und kassieren und sonstiges. Und da will ich wieder einen Fisch. Ich dreh durch. Das, ich brauche Mitarbeiter. Ich habe euch schon mal gesagt. Bewerbungen an info@g.won. Das bitte bald, weil ich weiß nicht, wie das weiterhin stemmen soll. So, ein Fisch. Bitteschön. So. Aber ich sag's Ihnen gleich, Goldfische sind Rudeltiere. Also kaufen sie lieber noch einen zweiten. Ja, der Laden brummt, ne? So, mit der Karte sehr, sehr gerne. Auf Wiedersehen, lassen Sie den Schirm nicht stehen. Und beehren Sie uns bald wieder. Ach, Alter, dieser Einkaufskorb. Der macht mich... Oh, ich dreh durch. So, das macht dann 67. Der Herr mit der schicken modischen Lederjacke kauft einen Stein für 60 Dollar, das fühle ich. Und was ist das da für ein Mist? Dendrogyra cylindrus, das ist eindeutig irgendwas fürs Meerwasser. Ich hab das voll im Griff, ich kenne mich aus.
94 mit der Visa natürlich, sehr gerne der Herr. So, Pirti, bis bald. Eine Lampe und ein Goldfisch. Bitteschön. Oh, da will schon wieder einen Fisch. Komm, geil, bin gleich wieder hier. Uno momento. So, ein Fisch. Der Fisch heißt Herbert. Viel Spaß damit. Apropos Fisch, konnte ich den Goldfisch nicht eigentlich einen Namen geben? Habe ich nicht. Hey, YouTube, ihr habt es mir im Stich lassen. Ich habe euch da gesagt, hey, jetzt kommt es mir erst. Oder was habe ich gesagt? Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Scheiße, habe ich gesagt, für jedes Kommentar gebe ich einen Fischer Namen. Verdammt, ich kann mich nicht mehr erinnern. Eieiei. Vielleicht sehen wir die erste Folge nochmal an oder die zweite selbst und versuche mich daran zu erinnern, was ich euch versprochen habe. Oder ihr helft mir auf die Sprünge. Ihr wisst ja, Kommentarfunktion und so. So, 115. Und für alle, die hier neu auf dem Kanal sind und zufällig über dieses wahnsinnig unterhaltsame Let's Play gestolpert sind, schön, dass ihr da seid. Und falls ihr noch nicht Abonnent seid, nicht vergessen, abonnieren, Glocke und so, ne? Oder keine Ahnung. Was ist eigentlich das Abo-Zeichen? Ich höre auf zu reden. Nein, Quatsch. Abo da lassen, Daumen hoch da lassen, Kommentar da lassen. Dafür gibt es einen Namen. Bei einem der tollen Goldfische. So, der braucht Pflanzen. Hoffentlich hat er keine Wasserschildkröte. Ich weiß aus Erfahrung, die ruinieren alles. Die lassen nichts übrig. Da hinten steht sicher schon wieder seit gefühlten 10 Minuten eine Dame, die auf den Fisch wartet. Ui, ui. So, 90 Dollar zurück, vierte Gott. Und Papa. So, die Dame, was hätten wir gern? Der ist hübsch, oder? Ich brauche keine alten Fische mehr. So, ihr Fische! Liebet und vermehret euch! Weil ich brauche Nachwuchs, sonst stehen wir bald vor einem leeren Becken. Und Goldfische sind ja bekanntlich die Karnickel des Wassers oder so ähnlich. Karnickel der See oder keine Ahnung, wie sich das nennt. So, die Zwerge sind der absolute Renner. Und schon wieder jemand, der einen Fisch will. So. Spät haben wir es denn? 11 Uhr. 11 Uhr und ich werde dem Ansturm hier nicht gerecht. Diese immer gleichbleibende Musik hier im Game ist grandios. Inzwischen höre ich sie sogar schon beim Schlafen gehen. Also vor einem geistigen Ohr. Ah ja, und als kleiner Hinweis noch am Rande, habe ich vorhin natürlich völlig vergessen. Ihr findet es in der Videobeschreibung. So alles rund ums Game und einen Link auch zu Instant Gaming kennt ihr ja. Und seit neuestem auch noch den ein oder anderen Link zum Zubehör, das ich hier bei mir zu Hause verwende, wo ich sage, da weiß ich, das ist toll, das ist gut. Und falls ihr auch davon was brauchen könnt, könnt ihr über diesen Link euch das mal anschauen. Und wenn ihr kauft, dann bleibt für mich auch ein bisschen was hängen. Also ihr tut es mir damit was Gutes, für den Fall der Fälle. Eigenwerbung stinkt, oder wie ist das? Aber ansonsten liest ja keiner von euch die Videobeschreibung, also. Ab runterscrollen, Videobeschreibung lesen, jetzt. So, Sir, komm schon. Sie sind aber ganz schön sommerlich gekleidet. Wir haben Dezember oder Ende November, irgend sowas. Frisch. Wolltest du noch gesagt haben. Lass das sie nicht verkühlen. Der Jüngste sind es auch nicht mehr. Aber tun's mal wenigstens den Fisch schön einpacken, gell? So, die Dame, 50 Dollar zurück. Und da ist schon der Herr mit dem Fisch.
Der ist ganz schön geizig, der hat nur den Fisch gekauft, sonst nichts. So, was hätte man gern? Da, der Fisch, ich glaube, der Fisch heißt Jasmin. Bitteschön. So. Homophilia Powerbanky. Echt jetzt? Die Koralle heißt Homophilia Powerbanky. Okay. Ich habe Fragen. Vielleicht kann man mit der Lateiner unter euch das ausdeuten. Ich traue mich jetzt nicht googeln. Zerstört wieder meinen ganzen Google-Suchverlauf, wenn ich das eingebe. Da bin ich mir sicher. So, einmal Fisch, einmal Stein, $93, macht 7 zurück, bitteschön und auf Wiedersehen. Ein Reinigungsschwamm und ein Deko-Dings, ja, eine Statue, Säule, $95. Eine verdörrte Pflanze namens Seetang und ein Stein, dann $40. So, einmal Fisch. Jetzt wird es aber echt dürr. Gut, dass hier Babyfisch schwimmt, aber jetzt wird es echt leer, das Becken. Aber es hängt das schick, das karierte, das violett karierte Dingens da. Ich glaube, das würde ich auch tragen. So, $95, bitteschön. Einen Filter. Eine Säule und ein Stein. Macht $130. So, bitte, da ist ein 10er zurück. Und der Niederwert am Fisch will. Zack. Sag mal, weiß es jemand, sind erst die ganz groß ausgewachsenen Fische geschlechtsreif? Ich frage für einen Freund, weil jetzt habe ich hier noch mehr Babyfische. Aber ich bin mir sicher, bei den Goldfischen geht das bei Babys auch. Der Stein ist toll, der heißt einfach Stein. Steine sind übrigens toll. So, da. Steppert. 2:30 und noch keine Kundenbeschwerden, dass irgendwas aus ist. Der Laden brummt. Und wenn's Arschall brummt, ist Herzall gesund. Das ist eine österreichische Weisheit. Wer es nicht verstanden hat, wie soll ich das jetzt übersetzen, dass es nicht komisch klingt? Solange du gut furzen kannst, ist das Herz auch noch in Ordnung oder so ähnlich. So oder so ähnlich. Klingt irgendwie komisch. Es klingt dann irgendwie so, wenn das Arschall brummt, das Herz gesund, klingt irgendwie viel netter. So. Jetzt brauchen wir dann, nach dem Tag müssen wir dann mal alles nachfüllen und dann wäre irgendwie mal cool ein neues Schaubecken mit anderen Fischen. Es gibt ja gefühlt 1000 Fischarten und wir bieten original genau hier Goldfische an. Ne? Goldfische, sonst nix. Tobak verriss die Laden. Schwamm wird vermisst. Super, geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Ich hab's verschrien. Ich hab keine Schwämme mehr, die sind aus und ich hab keine Zeit zum Bestellen, weil ich bin ja One-Man-Show hier. So, 94. So, den nehmen wir. Der sieht toll aus, der Fisch. So, bitteschön. Huch. Ich glaube, der Herr war heute schon mal bei uns. Der hat sich nur umgezogen. Frisur kenne ich von Weitem wieder. So, 48. Ah, die Nase juckt.
$51 für Stein. Das ist so geil. Stein. Manche Dinge haben die verrücktesten Namen und das heißt einfach Stein. Ich meine, gut, wenn man es jetzt natürlich nüchtern betrachtet, ist es ja auch nur ein Stein, aber... Tja. So, was haben wir da? Einmal Futter, einmal Holzstamm, eine Lampe und eine Schaufel. Macht $167. Das finde ich absolut gerechtfertigt. Topfpflanze namens Seetang, hölzerne Wurzel und Seegras. Mhm. Schwamm wird vermisst. Ja, ich weiß, es gibt keine Schwämme mehr. Kauf was anderes. Da haben wir wieder die Homophyl irgendwas. Da Micranthemum Monte Carlo. Monte Carlo kenne ich. Das ist ein geiler Bodendecker tatsächlich. Damit hat ihm mal ein Aquascape. Das ist ziemlich cool, das Zeug. Das ist ein bisschen wie Unkraut. Das kannst du kaum umbringen, wenn du genügend Licht hast. So, $18 zurück. Oh, da bin ich schon wieder an einem Fisch. Moment, ich komm gleich. Bin gleich da. Uno momento. Ich kassiere nur den Herrn noch. So, junge Dame, Sie müssen kurz warten. Ich muss da einen Fisch rausfischen. Fischerle... Fischverkäufer G versagt fast nie oder so ähnlich. So, bitteschön, das war der Franz. Viel Spaß mit Franz. Meersalz, was haben wir hier? Ludwigia, irgendwas. Und Hygrophilia, ah, das ist die Polysperma. Ja, die ist auch spannend. Polysperma. Ja. Ich habe mir den Namen nicht ausgedacht, nur damit ihr es gleich wisst. So, 55. 5. Eine Dingensbummens, dann einmal Seegras, ein pH Booster und noch eine Polysperma. Mhm. Lampen fehlen. Lampen sind aus. Nur damit ihr es wisst, Leute. Die Lampen sind aus, ihr braucht es nicht mehr kommen, wenn ihr heute Lampen wollt. Dafür kauft ihr zweimal Gartenzwerg. Zwerg, ja. So, 156, bitteschön der Herr. Dankeschön. Ein Kescher, ganz wichtig, und ein pH-Booster. So, macht 45, sind 55 retour. Zum Glück ist es schon 18 Uhr, Gott sei Dank sperren wir bald zu, ich bin echt schon völlig kaputt. Aber wir haben jetzt $4.700 verdient, das ist für so einen Tagesumsatz jetzt nicht die Welt. Wenn ich nachbestelle, bin ich wieder pleite, dass du jeden Tag dasselbe Mist. Der Stein sieht echt komisch aus. Also ich will euch jetzt nicht sagen, was ich in diesem Stein sehe, aber das sieht echt seltsam aus. 128, ja, Rakete halt, ne? So, meine Stimme verlässt mich. Ja, da will noch einen Fisch. Uno momento, ich komme. So, das war der falsche. Wirf den wieder rein, den großen wollen wir. Den da. So. So, Lieselotte am Start, bitteschön, viel Spaß. Zack, zack, zack. So, $8 zurück für die Dame. Der Herr ist halt auch schon zum dritten Mal da. Da sehe ich mich in einem Baumarkt, da bin ich auch teilweise dreimal am Tag, weil ich ständig immer irgendwas vergesse. Kennt ihr das, wenn Tim Taylor ins Krankenhaus kommt? So ungefähr ist das, wenn ich in den Baumarkt gehe. Hey G, schön, dass du wieder da bist. Ja, was ist jetzt? Achso, das ist nicht drin im Korb. So, 133. Achten Sie nicht auf... Was? Wieso soll ich zu viel Wechselgeld rausgeben? Das kann mir niemals passieren. Man erinnert sich an den Supermarkt-Simulator, ne? Nun... So, sollten wir mal dann langsam zusperren? Das reißt überhaupt nicht ab da. $138, 2 zurück. Wann wird vermisst, gell, was du nicht sagst? Wenn mehr Salz ein Kilo $90 kosten würde, ich würde sofort aufhören.
mit Aquaristik. Also nicht, dass ich nur Aquarium habe, aber wenn es so wäre. So, 68, da kommen noch immer Leute, das gibt's sogar nicht. Das ist doch schon. Ah nein, jetzt ist 20 Uhr, okay. So. Diesen Betrag, den ich nicht nennen darf, sonst wäre ich eingesperrt. 35, 60, was haben wir hier noch? Seegras und ein Thermometer macht dann 110 Dollar. Dankeschön. Schüssel drauf. Ja, zack, das macht dann 148 Dollar daher. San Francisco, mach's gut. Und noch ein Thermometer, die sind halt auch absoluter Renner. 64. Wow. Wow. Eine Laminarialis. Auf gut Deutsch, Grünpflanze. So, 23 Dollar macht es dann aus. So, und das ist die letzte Kundin für heute. Die kauft nur eine Schaufel. Sicher für die Gartenarbeit oder so. 18 Dollar. So! Puh! Schweiß von der Stirn wischt. Das war echt anstrengend, ne? Will ich jetzt mal behaupten. Was ist denn das? Ah, das ist ein Farbeimer. Stell das wieder hin, den brauche ich nicht. Ob das will. Ich will nicht ausmalen. Hicken Sie hier, um den Fischgeber zur Arbeit zu rufen. 300 Dollar. Was ist denn ein Fischgeber? Ist es das, was ich glaube, dass es ist? Das ist jetzt interessant. Das ist sicher der, der uns dann die Fische aus dem Becken fischt, damit ich nicht dauernd wegrennen muss von der Kasse. Aber 300 Dollar am Tag? Puh. Da bin ich schon wieder fast ein bisschen zu geizig dafür. Wer soll denn das bezahlen, bitte? So, wir füllen hier gleich nach bei der Fischverpackmaschine. Jawollo. Voll ist voll. Okay, das ist mir tatsächlich noch nicht aufgefallen. Muss ich gleich mal schauen, was es hier noch gibt. Drücke G, um zu. Was? Drücke G, um zu kaufen. Werkzeugschrank, in dem diese aufbewahrt werden können für 500. Diese Deutsch hat mir sehr Spaß gemacht. Was ist das? Füll Erde ein, bevor du Wasser ins Aquarium gießt. Aha. Okay, ich stehe vor einem Ausschalter vor. Keine Ahnung was. Okay. Klicke hier. Boah, ein riesen Aquarium ist das hier. So ein 70. Boah, 70.000 Liter Megatank. Großes Ladenaquarium. 9.000 Liter. Ja, fast habe ich es erraten, ne? Boah, geil. Das kann ich schon befüllen? Oh, krass. Ja nun, Alter, wir sind völlig ausgeräumt. Anders Bild. Ja, das ist natürlich geil, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Wir haben hier ein riesen Aquarium, aber ich glaube nicht, dass ich da, keine Ahnung, kann ich aus dem Becken dann auch verkaufen? Man weiß es nicht. Jetzt habe ich wieder ganz viele Fragezeichen. Oh, ein Babyfisch. Oh Gott, ist er süß. Guck, wir können die Fische benennen. Sag ich doch. Ich habe, glaube ich, sogar einen Fisch, habe ich sogar meinen Namen gegeben, aber den gibt es wohl nicht mehr. Den habe ich wohl schon lange verkauft. Ja. So, wir schlichten mal nach, was wir noch im Lager haben. Das ist eh nicht viel, wie ich gerade sehe. Und dann, ja, bestücken wir wieder. Oder stocken unseren Vorrat wieder auf. So. Und da sehe ich unser Geld schon wieder dahin schmelzen. So, was haben wir hier? Das kann ich noch nicht freischalten. Aber ich kann hier auf jeden Fall auf drei Tischen nur weitere Verkaufsaquarien aufstellen. Wieso liegt hier ein Stein? Der gehört doch hier rein, der Stein.
Okay. Ach, ich bin so dämlich. Ja nun, ich habe vorhin ja zu Beginn des... Scheiße. Ja, zu Beginn der Aufnahme habe ich noch gesagt, dass man das Spiel einen komischen Speichermechanismus hat, ne? Ja nun, was soll ich jetzt sagen? Ja, wenn man ins Pausemenü geht, kann man tatsächlich nicht speichern, aber man könnte hier auf diesem... Ja, angeblich ist es ein Laptop, für mich sieht es aus wie ein... Keine Ahnung, wie irgendein Rekorder. Auf dem kann man speichern. Super G! Oh Gott. Oh no. Warum passieren mir eigentlich immer solche Hoppalas? Warum? Und wer einer schreibt mir jetzt, ich wäre verpeilt. Ich bin überhaupt nicht verpeilt. Nur vielleicht ein kleines bisschen. Ah. Ja nun. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, dass man hier speichern kann. Ich finde es super. Leute, ich würde sagen, wir beenden die Folge hier. Ich fülle dann nur in aller Ruhe hier die Regale auf. Und falls ich ein neues Schauaquarium mache, nehme ich euch natürlich wieder mit. Das mache ich nicht ohne euch. Aber ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, wenn euch gefallen habt, was ihr gesehen habt. Und wenn nicht, macht es trotzdem, weil es hilft mir. Ich wünsche euch noch was. Bis zur nächsten Folge morgen um 17 Uhr, ihr Lieben. Bleibt brav, tut nichts, was ihr nicht auch tun würdet. In diesem Sinne, tschüssi und ciao, ciao.